Das ist Stuttgart 3-2 gewonnen gegen welche Flensburg im Hinspiel. Wie bewerten Sie das Ergebnis? Das ist für uns ein gutes Ergebnis. Wir haben 3 Tore auswärts geschossen, haben gewonnen. Das ist erstmal das Wichtigste. Kriegen 2 Gegentore, das muss nicht sein. Aber gerade zu Hause sind wir so stark und da lassen wir nichts machen können. Es war so ein bisschen ungewiss, wie stark wird der Gegner überhaupt sein? Wie haben Sie die Flensburg auf dem Spielfeld erlebt? Ja, wir haben sie eigentlich gar nicht entfalten lassen zu der Stärke, die sie haben. Sind ja auch Meister geworden, ja auch nicht unverdient. Das wird man ja nicht über 34 Spieltage einfach mal so. Aber wir waren immer dran, wir haben die gar nicht aufdrehen lassen, waren vorne dran, machen die Tore zu den richtigen Zeitpunkten und gehen hochverdient mit 13 in die Pause. Und dann haben wir ein bisschen Fahren verloren, aber im Endeffekt trotzdem gewonnen, das war wichtig. Mehr als 2000 Kotschuter waren hier mit in Kiel. Wie haben Sie das erlebt, die Stimmung? Ja, wahnsinnige Unterstützung, wenn man mal bedenkt, was das für eine Anreise ist, was hier manche hatten. Also wir selber sind auch über 8 Stunden gefahren. Wenn die auch im Stau steckten, wird das ja ähnlich gegangen sein. Also Respekt, muss man sagen. Vielen Dank. Dankeschön.